Hey ho und let's go! Mit Jack and Dexter, The Precursor Legacy! Wir machen weiter hier im Becken und fliegen durch alle Ringe, hoffentlich schnell genug. Da ich die Strecke noch nicht kenne, die ganze Gegend eigentlich nicht, habe ich natürlich einen kleinen Nachteil. Ja, und ich hatte recht, es gibt mehr von den Viechern. Nein! Sowas gibt's auch noch, ja. Schneller, 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 ich will nicht verlieren. Eine schöne Runde gedreht. Oh, es geht noch weiter, okay. Wie weit denn noch? Ich denke, jeder Ring hat nur seine Zeit, nicht eine Insgesamtzeit. Komm schon, es muss gleich enden. Oh. Wo? Was? Noch eine Runde? Nee, jetzt zählen wir nichts. Ist schon ein langes Rennen. Boah, durch die ganze Insel wollen sie es machen. Dann ist natürlich, wie gesagt, großen Nachteil, dass ich sie nicht kenne. Ja, und das war's. Ja, da hoch komme ich nicht mehr. Ei, na gut. Dann mache ich so lange in dem Gebiet weiter. Hier sind die Viecher noch schwerer zu fangen. Ich will nichts hier rumflattern sehen, wenn ich alles andere sammle. Wow, was für ein Zickzackkurs macht der? Die sind sowieso schon zu schwer zum Einsammeln. Aber anscheinend kenne ich jetzt einen kompletten Weg. Oh, der weicht nicht mal aus. Der weiß, dass ich schlecht bin. Wie unfreundlich. Yes. Waren aber anscheinend immer noch nicht alle. Okay. Jetzt kann ich mir die Seite ein bisschen genauer ansehen. Dann kann ich auch das lila Dingrennen leichter natürlich schaffen. Ich wusste nicht, dass das Gebiet in zwei Teile aufgeteilt ist. Finde ich sehr angenehm. Eins so ein bisschen zum Tutorial und das andere, ja. Geht dann richtig ab. Sehr gut. Ich darf nun mal wieder keinen einzelnen Orb vergessen, weil wenn der irgendwo rumliegt, habe ich sowieso verloren. Oh, aufpassen, dass ich nicht da reinlande. Ich weiß nicht, ob die mich verletzen. Wieso ich die... Ah, da ist grünes Eko. Okay, dann kann ich sie so heilen. Die Aufgabe haben wir auch vor, ja, schon längerer Zeit bekommen und hier ist der zweite. Ah. Jetzt wissen wir auch endlich... Ja, bist du witzig? Wie soll ich dir da denn folgen? Ich denke, ich muss die Runde mit ihm andersherum machen. Wie kommt man da hoch? Da. Hier ist noch eine Fliege, nehme ich auch mit. Lieber sammeln. Ich will zwar das Vieh endlich weghaben, aber wenn ich irgendwas vergesse, wie gesagt, da kann ich mich tot suchen, wenn ich nicht weiß, wo. Fliege Nummer 6, die finden wir relativ schnell. Wobei das Gebiet ja an sich nicht groß ist und wir fast alles entdeckt haben bereits. Wie gesagt, zwei Teile besteht der Bereich bisher. Ein dritter Teil ist ein Rennen. Ich denke, das ist nochmal in einem neuen Gebiet. Aber sonst haben wir alles. Oh, nein! Nein! Kann doch keiner riechen. Ich schaff's drauf, aber nicht einzusammeln. Ah, hier noch eine. Die Kisten ignoriere ich gerne, weil ich nehme sie nicht als was Besonderes wahr. Achso, das ist das Vieh. Ich dachte schon, was liegt da Lidernes. Ah, wenn du schon auf meinem Weg fliegst. Aber ich kann nicht so schnell wie er hier durch. Habe ich ihn? Habe ich ihn bekommen oder was? Das war nicht beabsichtigt. Ah! Treffer. Sterben bringt ja auch nichts. Ne, der ist hier. Der dreht einfach nur um. Der Affe. Das bringt ja auch nichts, Paar zu aktivieren und zu sterben, weil die Kisten respawnen ja auch. Was macht das Vieh erstmal für eine Runde? Ich bin nur zu schnell, deswegen. Das kommt schnell wieder hoch. Okay. Und?
Okay, der hat einen echt Affenzahn drauf. Na gut. Dann machen wir weiter mit den Kisten erstmal. Ja, der dreht sofort nach oben um. Die Steuerung ist ja aber auch nicht so einfach. Ich habe noch keine Bremse gefunden. Falls es eine hat, dann mache ich es mir natürlich schwerer. Und falls es keine hat, sind die Entwickler natürlich verrückt. Nein, die falsche Kiste und... Ah! In Jack 3 gibt es ja ähnliche Fluggeräte. Wenn man zu schnell mit denen fliegt, gut, dann sind die auch schwer zu steuern, aber sonst sind die viel handlicher. So hätte ich es jetzt gerne. Aber gut, besser, dass sie es in Nachfolge verbessert haben, als im Vorgänger gut gemacht und im Nachfolger schlecht. Ich finde es manchmal komisch, wenn die Entwickler nicht aus ihren Vorgängern lernen und die gleichen oder schlimmere Fehler machen in den Nachfolgern. Ich darf nicht manuell springen. Das bringt mich komplett aus dem Takt. Das Vieh legt sich immer dahin. Ich kann das nicht mal im Ansatz einholen hier. Naja, flieg runter. Ich kümmere mich nicht um dich. Und wahrscheinlich, wie immer, hat das Letzte erst die Energiezelle. Okay, Versuch Nummer, wie viel? 596. Ab geht's. Ja, ja, und die Fliege. Ich hoffe nur, ich bremse ab oder halte sofort. Ja, okay, sonst hätte ich sie nicht rüber geschafft. Und ich sehe noch eine Energiezelle, wenn wir schon dabei sind. Yes. Noch eine Energiezelle und alle Precursor-Orbs. Da muss ich mir keine Gedanken drum machen. Das ist natürlich prima. Kümmern wir uns mal um das Vieh. Oh, gibt der Gas. Andersherum kann ich ihm ja nicht folgen, weil wenn er hochfliegt, ja. Wie soll ich ihn noch einholen? Jetzt muss ich hier vorsichtig sein, damit er nicht wieder hochkommt. So eklig. Aber das war's schon, das war die Runde. Ah, er wird aber müde. Sehr gut. Jetzt habe ich ihn. Alter, geht das schnell. Fang mich, wenn du kannst. Ja, das kann ich. Gut geflogen. Diese Lurker sind keine wirklichen Gegner für den Zoomer. Jetzt haben wir eine Energiezelle mehr. Sehr gut. Und ich Depp? Das ist doch grünes Eco, um die Pflanzen zu heilen. Aber ich kann mich doch selbst damit heilen. Na gut, ab geht's. Ich muss alle Pflanzen damit erwischen. Wenn ich irgendwelche Pflanzen damit übersehe, dann hat es mir nichts gebracht, weil die sich wieder neu infizieren und das war's. Muss ich es aber in einem Durchgang schaffen? Boah, die wachsen ja jetzt schon nach, hä? Zum Glück verletzen sie mich nicht. Ein Vorteil. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich weiß, ich mache viele Anspielungen drauf, beziehungsweise erwähne es. Aber wieder in Jack 3 gab es ähnliche Missionen. Und das bin ich halt wieder anders gewohnt. Wie schnell soll ich denn da durch? Ihr wollt mich verarschen. Da hier gibt es einen Trick. Gibt es irgendeinen Knopf, mit dem ich viel ausstoßen kann? Jetzt habe ich nichts mehr. Zählt mir nichts. Es muss irgendeinen Trick geben. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Wenn die so schnell nachwachsen. Obwohl manche später nachwachsen. Jetzt sind es schon mal weniger. Genau, jetzt fühle ich mich schon mal auf. Weil es wachsen ja nicht alle Infizierten nach. Genau. Und es wachsen wahrscheinlich nur Infizierte nach in der Nähe von Infizierten. Das heißt, die Bereiche, die ich tatsächlich räume, brauchen länger, bis sie wieder nachwachsen, aber auch diesmal leider kein Erfolg. Noch ein drittes Mal. Jetzt brauche ich leider ein bisschen länger. Und ich muss natürlich auch genauer zielen. Jetzt
Jetzt kann ich nicht einfach in die Masse fliegen. Ja, sieht nach was aus. Ich hoffe, man soll es so machen, weil andere Taktik sehe ich wieder nicht. Es sind schon so wenige. Lade ich mich nochmal auf. Jetzt nur noch in der Ecke. Ja, ja, wie ich mir dachte, die wachsen auch nur da in der Nähe nach. Ja, noch zwei, drei. Komm, 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 komm. Yes. Und dafür gibt es natürlich eine Energiezelle. Grüner Daumen. Und so viele Trophäen, so viele Energiezellen. Das beeindruckt mich immer mehr. Aber vielleicht liegt das auch nur an meinen niedrigen Erwartungen. Okay, genug der Schmeichelei. Weitermachen. Erinnert mich ein bisschen an Cranky Kong mit seiner Art. Hi, Viecher. So, dann fehlt, soweit ich weiß, nur noch zwei Energiezellen hier. Einmal diese lila Ding-Challenge. Toll. Das ist auch schon das zweite. Die Zeit ist zum Teil großzügig, klar, aber wenn ich mich komplett verfahre, bringt es mir auch nichts. Deswegen mache ich ein bisschen ruhig. Dann auch das da und das Rennen. Das sollte alles gewesen sein. So, hier muss ich aufpassen, keine Fehler noch diesmal zu machen. Dann doch, das mit den Pflanzen hat doch Spaß gemacht letztendlich. Anfang sieht es halt so unmöglich aus. Boah, ganz knapp. Ich darf natürlich auch nicht sterben. Darauf legen es die Ringe an, die auf magische Weise auftauchen und keiner weiß warum oder warum ich dafür am Ende bestimmt eine Energiezelle bekomme. Aber auch wieder einer der Anfänger, die in Nachfolgern benutzt wird. Boah, vorsichtig. Ja, gut. Ich habe nur Angst, weil ich die Zeit nicht sehe. Wie lange ich tatsächlich brauchen darf. Hier kann ich ausweichen, dem Loch. Oh, das war's. Okay. Natürlich bin ich genau neben der Kiste. Zum Glück habe ich nicht nur ein Leben, selbst wenn ich reinkrache. Es läuft. Violetter Schmerz. Alter, wie der Part läuft einfach. So viele Energiezellen, so viele Trophäen. Ich heile mich gerne auch hier nochmal. Es läuft einfach. So, und jetzt noch das Rennen. Also eine ganze Welt nur mit dem Ding ist auch interessant. Gefällt mir. So, ab geht's. 45 Sekunden, okay. Wenn man mir sagt, wo ich hin soll. Ich kenne die Strecke nicht, Jungs. Brauche ich ja gar kein nichts einzusammeln, weil ich habe ja alles. Was ist das? Okay. Ist auch noch hier durch den Laden. Super. Ja. Ja, ihr verletzt mich zwar nicht, aber... Ah, mit dem Blauen bin ich natürlich schneller. Okay. Wohin? Ah, jetzt runter, okay. Ja, wie gesagt, das erste Mal wird es eh nichts. Toll, ich komme da nicht mal hoch. Nee, ich komme da gar nicht hoch. Wo lang? Wo lang? Oh. Ist ein bisschen zu offen mir die Strecke. Okay. Ja, 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 machst du nicht so dramatisch. Hier bin ich rausgekommen. Wo bin ich denn gelandet? Da ist das Rennen, oder? Dann ist es doch ein Zeitrennen. Schade, ich habe eher auf ein Rennen mit Gegnern gehofft. Na, dann nächstes Mal mit Vollgas. Ich habe es nur ein paar Sekunden eigentlich versaut. Und dabei eigentlich viele Fehler gemacht, so wie den hier. Oh, ich kann leider nicht direkt neu starten, jedenfalls wüsste ich nicht wie. Ich gebe mein Bestes. So schwer ist die Strecke nicht, wenn man mir so viel Zeit lässt. Toll, blaues Echo ignoriere ich natürlich, weil ich so toll bin.
Ja, explodiert halt alles. Hier muss ich scharf drehen, ja, ja. Nur mit dem blauen Echo erreiche ich auch das andere blaue Echo. Sonst komme ich da nicht hoch. Okay, wird wieder nichts, das sehe ich jetzt. Hier kann ich auch links abkürzen, oder? Ja, ist nicht verboten. Da ist nur das blaue Echo, was halt hilft, aber sonst... Und seht ihr, obwohl ich so viele Fehler mache, dennoch... nur ganz knapp verfehlt. Also hier sind sie großzügig, das habe ich... Ich habe nicht damit gerechnet. Normalerweise sind sie ja ganz fies. Ja, ich habe auch das blaue Echo links von mir gesehen, aber wie gesagt, ich brauche es ja gar nicht. Ich muss nur die Fehler unterlassen, die ich ständig mache, sonst hätte ich es schon längst geschafft. Hier diesmal auch wunderbar. Die Passage. Auch hier wieder gut. Ah, das Ding bleibt zerstört, das ist ja praktisch. Dann kann man sich ja immer leichter machen und ich kann mich ja immer wieder heilen. Sehr gut. Hier kürze ich auch wieder ab, weil warum blaues Echo? Und das sollte, auch wenn es knapp ist, passen. Nein, nein, nein! Mann! Okay, ich nehme es zu locker. Das will ich noch im Part haben. Eine komplette Welt in einem Part. Na gut, nicht in einem Part. Aber fast in einem Part beendet. Okay, geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob das schneller oder kürzer war. Ah, so. Leider nicht diesmal das blaue Echo. Das hier schon. Scharfe Kurve. Leider gibt es keine Technik, um das besser zu machen. Wenn ich hier hochkomme... Es geht nicht. Wieso? Diesmal hatte ich doch das blaue Echo. Na gut, wenn ich hier nicht scheitere, dann habe ich sowieso. Yes. Wow, wir haben die Rekordzeit geschlagen. Achso, ich muss mit jemandem reden. Okay, sonst bekomme ich es nicht. Gut, dann. Ich muss noch kurz checken, aber ich denke, die Welt ist fertig. Zu Geologin, klar. Fliege durch die blauen Precursor. Was? 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 Was für blaue Precursor-Ringe? Was labert der? Och nein, das war nur zu... Oh Gott, das war nur zur Aufwärmung. Ihr seid ja witzig. Na gut. Hier oben irgendwo habe ich es gesehen, da. Ja, ich bin mir sicher. Sie haben sich was Lustiges ausgedacht dann. Wie komme ich da ran? Hier? Ging's hier an? Ja, okay. Beeil dich, da ist der nächste Ring. Ja, und ich bin mir sicher, die halten nicht so lange. Nicht nur, dass die Strecke anders ist. Sondern, dass sie mir auch weniger Zeit lassen. Erster Versuch rechne ich wieder nicht damit, dass es klappt, aber ich würde es hoffen. Weil ich weiß ja natürlich nicht, wo es lang geht. Boah, das war auch knapp. Wohin führt das mich? Okay, ich wollte gerade sagen. Das kann mich ja nicht raus aus der Welt führen. Läuft, es läuft, es läuft. Da. Oh, ich habe immer Angst, das nächste nicht zu sehen. Oh Gott. Komm schon, first try, das wäre nice. Das ist weit weg, schaffe ich es trotzdem? Ganz knapp, ich sehe es am Blinken immer. Wenn es weggehen möchte. Ah, wohin? Nein, 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 nein. Oh, geschafft. Jetzt kommt beendet diese Hölle. Oh, was macht ihr da für Kurven? Das kann ich ja nicht riechen, sowas. Ja klar, ihr wollt zum Anfang nochmal zurück. Oh, ich habe so große Angst. Das ist ein langes Rennen. Schön, dass es übrigens im Hintergrund stürmt. Wobei ich denke, das ist in der Welt normal. Sieht nur in der Welt... bei Nacht anders aus. Oh, geschafft.
qualvoll. Aber gerettet. Ich hab den Blues. Ey, die Namen sind heute aber auch geil. Und dann sind wir fertig. Genau, ich muss noch das Ding abgeben. Das machen wir noch in dem Part. Die Info, dass die Maulwürfe da drin sind. Und das war's. Die Welt hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Bisschen stressig manchmal die Challenges, okay. Aber insgesamt doch eine nice Abwechslung. Die Geologin war hier rechts, gell? Ja. Danke, dass ihr die Maulwürfe gerettet habt. Das war so lieb von euch. Hier ist die Energiezelle. Sie hilft euch weiter. Jetzt kann ich mich wieder meiner Forschung widmen. Und damit die Welt komplettiert. Das gleicht doch meine ganzen Fails bisher aus, oder? Und wir haben 45, sehe ich es gerade. Das heißt, wir können sogar komplett weitergehen. Aber natürlich lasse ich mir die anderen Welten nicht entgehen, bevor ich dahin gehe. Wir haben, zeig mal her, 300. Der will 240. Und alle wollen 90, gell? Ne, nur sie und der Bürgermeister. Der Gladiator will keine 90 mehr, okay. Ja, dann warte ich trotzdem, bis ich alles zusammen habe. Ich denke, im Dorf, die wollen alle nur 90, gell? Sonst fehlt mir hier nichts oder 120, klar. Aber sonst wollen sie nichts mehr, gut. Dann warte ich, bis ich genug Orbs habe und beende die Welt auch auf einmal. Der mit seinem coolen Fass. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir die schöne Sumpfwelt. Ja, da sieht man schon, das Gerät ist bereit. Aber ich bin auf die Sumpfwelt auch gespannt. Und wie gesagt, die Unterwasserwelt, allein weil ich mich darauf schon freue. Zum Schluss, bevor wir natürlich hier weitergehen. Und damit, keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis dahin, ciao.